Hi und herzlich willkommen. Heute gebe ich dir 10 Tipps, um besser Sprache zu lernen. Natürlich am Anfang jedes aufgeregt, eine neue Sprache zu beherrschen, aber im Laufe der Zeit diese Motivation ist geringer und geringer. Also es ist wichtig, sich ständig zu motivieren, vielleicht mit anderen diese Sprache zu nutzen, kurze Texte verfassen und so weiter. Also Netflix schauen, Netflix nutzen oder Amazon oder alle Dienste, alle anderen Dienste, Plattformen, die viel Anzahl an schöne Filme und Serien anbieten. Die können dir nicht nur mit dem Untertitel helfen, sondern deine verschiedenen Interessen dazu wecken. Sprachenlernen mit kurzen Nachrichten. Also zum Beispiel 20 Minuten in der Schweiz, das bietet, oder Yahoo oder MSN. Oder können wir auch Deutsche Welle, wir haben eine langgesprochene Nachrichten. Das können wir auch nutzen. Dritte Methode ist Farben beim Texte verwenden. Also du kannst zum Beispiel einen neuen Wortschatz mit einer Farbe markieren oder ein besonderer Artikel mit einer Farbe oder was du noch nicht gelernt hast mit anderer Farbe. Also das ein bisschen bunt und lebendig ist. Wenn du keine verschiedene Farbe hast, du kannst die Wörter einfach unterpunkten, unterstreichen und so weiter. Vierte Methode ohne Wörterbuch. Also das Wörterbuch ist sehr gut, aber du kannst es nicht drauf greifen, wenn du eine Prüfung hast. Deswegen gibt es eine Methode. Du weißt schon, dass im Deutschen gibt es sehr, sehr lange Wörter. Aber es ist manchmal genug, nur ein einzelnes Element oder ein einzelnes Wort davon zu erkennen, weil die sind sehr oft Komposite. Zum Beispiel die Auswertung, und du kennst, was der Wert ist, und damit kannst du schon ein bisschen in eine gute Richtung von der Bedeutung dieses Wortes gehen. Jetzt siehst du, wie sieht das längste Wort laut Duden. Mit Sprachzeitungen und Sprachzeitschriften sich befassen, also das lesen. Viele Sprachzeitschriften bieten so eine Möglichkeit, kleine Texte zu lesen, um Deutsch als Fremdsprache zu beherrschen, zum Beispiel Presse und Sprache oder Revista de la Prensa für Spanisch. Und der Spotlight Verlag ist der bekannteste dafür. Dann Wörter gezielt anwenden. Also man braucht mindestens 7-mal ein Wort anzuwenden, um sich im Kopf zu behalten. Nutzt das in viele verschiedene Situationen. Also versuch mal ein neues Wort in 7 verschiedene Situationen anzuwenden und du wirst sehen, dass du hast es da schon in deinem Gedächtnis gespeichert. Acht, lesen, was gefällt, ohne viel im Wörterbuch nachzugucken. Also auch in der Prüfung, du hast deine Lese, also du solltest im Lesetext verstehen, von der Kontext mehr sich orientieren zu können. Zum Beispiel, du musst nicht jedes einzelne Wort verstehen, sondern von dem Kontext ab. Oder lese einfach, was dir Spaß bereitet. 9. Sprachen lernen mit Assoziation. Extrem gute Methode, eine wunderbare Methode, dass wir neue Wörter verbinden können mit verschiedenen Emotionen oder Erfahrungen, vielleicht gar mit Menschen. Zum Beispiel Klaus und Türknauf. Also Klaus ist jemand, den wir kennen. Das Wort Türknauf ist zu lernen. Und dann wir assoziieren die Person mit K und A zu lernen, den Wortschatz. Durch die Buchstaben K und A. Und setzen Klaus einen Knauf als Nase in die Gesichtsmitte. So, 10 ist die letzte und beste Methode, einfach starten. Das bedeutet nicht viel nachdenken, ob eine Sprache zu schwierig ist oder ob jemand das sagt, dass es zu schwierig ist. Mehr über dieses Thema wirst du in der Beschreibung verlinkt finden. Bis zum nächsten Mal.